Guten Morgen, herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Halle 77 zum Thema Golf 1 GTI 16V 2 Liter 9A Motor. Die letzten beiden Videos habt ihr hoffentlich verfolgt im letzten Jahr noch zum Thema Motortuning. Unser Ziel war es, 200 PS aus dem 9A Motor 2 Liter 16V zu holen in Verbindung mit der Verdichtungserhöhung. Habt ihr alles gesehen? Und heute ist der Tag, wo wir erstmal den Motor einfahren. Wir haben noch nichts verdreht. Wir haben das genau so zusammengebaut, haben jetzt ein bisschen die Batterie geladen und wollen den jetzt mal einen richtigen Kaltstart machen und gucken, wie er anspringt, fahren rüber auf den Prüfstand und lassen ihn da mal ein bisschen rollen, ein bisschen tuckern. Wir haben 10 Liter Sprit drauf gemacht, somit müsste eigentlich alles laufen. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie der anspringt. 2-3 Mal Gas geben, Zündung anmachen. Also ihr merkt, der läuft besser wie gedacht. Ich war am Überlegen, ob ich die Zündung schon direkt ein Stück zurücknehme. Aber das können wir gleich auf dem Prüfstand alles machen. Und ihr merkt so, er ist im kalten Lauf. Ich gebe gerade noch ein bisschen Gas. Ich könnte ja mal einfach Gas wegnehmen, ob er anbleibt. Guckt euch das an. Ist das genial? Ich gebe kein Gas. Der läuft einfach gut. Das heißt, ich mache jetzt direkt einen Rückwärtsgang rein. Und wir fahren direkt rüber zum Prüfstand. Dieses Golf 1 Projekt, habe ich gesehen, begeistert euch ja wirklich. Da hat auch wirklich Spaß gemacht mit Björn. Der ist halt einfach ein perfekter Erklärbär. Der hat richtig Bock auf die Sachen. Und habe ich gemerkt, der ist jetzt schon im Thema und sagt mir, Marco, lass uns direkt mal einen Kopf machen mit größeren Nockenwellen, starren Ventiltrieb. Ich sage, Björn, eins nach dem anderen. Erstmal machen wir jetzt den Motor, wie der sich hier verhält, wie das Ganze hier läuft. Und ob wir mit unserer Verdichtungserhöhung die 200 PS knacken. Und was mich interessiert ist, der wird wahrscheinlich sehr, sehr, sehr gut laufen, der Motor hier. Weil der hat jetzt natürlich auch noch untenrum Leistung. Der Tacho funktioniert noch nicht, ich höre es nämlich rattern. So, wir erstmal ein bisschen Temperaturen fahren. Oh, der Jan hat uns schon das Programm aufgemacht. Golf GTI 16V Weber. Ja, wir holen uns mal einen Test 24 als Vorgabe da rein. Den legen wir uns mal auf die 4. Machen direkt ein bisschen Lüfter an. Und dann können wir erstmal ein bisschen fahren. Ich merke, der läuft deutlich unruhiger. Also viel, ich würde sagen, härter, mechanischer. Müsste vielleicht jetzt mal gleich ein Lambda-Tool mit direkt dabei holen, um zu gucken, wie das Lambda-Tool reagiert. So, ich lasse das jetzt hier mal ein bisschen rauschen. Also, das brauche ich euch nichts zu erzählen. Wir fahren den und fahren den und fahren den jetzt erstmal ein bisschen. So, jetzt sind wir auch wieder hier bei. Mache natürlich jetzt wieder im Warmlauf und gucke mir jetzt einfach mal die Teillast-Lambda-Werte an, wie die so aussehen. Also ich habe ja gesagt, der läuft so ein bisschen rotziger im Teillastbereich. Das könnte natürlich daran liegen, dass er jetzt entweder zu mager oder zu fett läuft. Das ist Lambda 1,2, deswegen läuft er so ein bisschen unruhiger. Das heißt, du müsst ihn auf jeden Fall fetter drehen. Er braucht jetzt mehr Sprit. Vielleicht die Leerlaufdüse jetzt ein bisschen anpassen oder wir kriegen das über das Gemisch bei Regeln rein. Aber dieses leichte Stottern, was man jetzt hört, ist, weil er definitiv zu mager läuft. Wenn wir jetzt mal so einen Gasstoß geben, da läuft er dann sehr fett. Aber das war ja da, wo er immer schon so ein bisschen fett lief. Aber ihr seht, die Kurve hat sich gar nicht groß verändert. Ich gehe jetzt mal ein bisschen runter vom Gas. Und gebe jetzt mal einfach bei 2000 Umdrehungen wieder Vollgas. Mal gucken. Da gebe ich jetzt auch Vollgas schon. Ihr seht, bis jetzt sehe ich noch überhaupt keine Verbesserung. Überhaupt keine. Da sind jetzt vielleicht 2 PS mehr. Ich bin mal gespannt, was später oben rauskommt. Ich habe jetzt den Lambda-Wert nicht gesehen, aber jetzt wissen wir ja schon mal, dass er oben raus, also jetzt hier bei Teillast, ein bisschen frotzelt. So, genug mit Einfahren. Wir haben gerade schon so ein bisschen was von Radleistung gesehen. Es könnte ein bisschen mehr sein, ne? Am Zündverteiler waren wir noch gar nicht. Drehzahl seht ihr jetzt. Ich mache jetzt mal einen neuen Test mit Warmlaufnummer und ich versuche jetzt mal in den Warmlauf ein bisschen mehr Last reinzufahren, wo die Reise hingeht. Und dann beobachte ich mal, was Qualmentwicklung und Geräuschentwicklung hier so macht. Möchtest du ihn als Allrad messen, dass du genau gegen was hast? Nee, nicht so wie vorher. Also so wie jetzt, wir haben den immer so gemessen. Als Allrad zum Beispiel, was der Jan jetzt gerade sagt, ist keine schlechte Sache, weil da müssten wir jetzt den Prüfstand zusammenfahren und die hinteren Räder mit antreiben lassen.
dann hätten wir eine größere Last für den Motor. Und so haben wir ein bisschen weniger Last. Ich glaube, der kommt mit ein bisschen weniger Last gerade besser zurecht. Ich mache mal die AFR-Kurve mit rein, dass wir die dann nachher auch haben, um die nachher mal zu vergleichen. Wie gesagt, ganz wichtig ist, Zündung ist noch nicht verdreht. Wir haben alles noch auf den alten Stand, Bedüsung etc., wie wir damals den Lauf gemacht haben. Wie gesagt, jetzt sind wir erstmal im Warmlauf und da führe ich ihn jetzt mal langsam an Drehzahlen heran. Öltemperatur sehe ich, hier haben wir 100 Grad und 105 und Wasser auch 100 Grad. Wir haben ja nur Kolben geändert und Pleuel durch die, damit die Verdichtung erhöht. Also sonst haben wir ja nichts angefasst. Was bringt uns jetzt effektiv bei gleichen Werten, also bei gleicher Luft und sowas, unsere Verdichtungserhöhung? Das wollen wir jetzt mal testen. So, das heißt, ich mache jetzt mal möglichst früh den vierten Gang rein. Ich muss jetzt auch mal genau hinhören, dass ich jetzt keine negativen Geräusche höre. Lambda ist mit im Spiel, so ich gebe Vollgas. Ich habe ihn jetzt nicht bis zum Bremser gedreht, aber ich sehe Radleistung schon ein bisschen mehr. Ich höre die Tachowelle, das hört sich hier ganz, ganz schlimm an. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Die jetzt quasi da vorne dran rumratzt. Die müssen wir auf jeden Fall gleich einlegen. Ich meine mich zu erinnern, dass der Lambda-Wert jetzt magerer ist. Das sind keine 200 PS. Das sehe ich schon mal so auf Anhieb. War ein Satz mit X, ne? Aber wir haben jetzt noch nichts verdreht. Das sehe ich als Messtoleranz hier, das, weil ich früh genug ausgekuppelt habe. Wir fahren mal direkt einen Lauf nochmal drüber und ich halte ihn jetzt bis im Drehzahlbegrenzer fest. So sieht die Wahrheit aus, Leute. Jetzt werden viele sagen, kann doch gar nicht sein. Muss doch was gehen. Nochmal, wir haben noch nichts verdreht. Wir fahren jetzt über die damalige Linie und über die jetzige, dass wir nochmal einen Vergleichstest haben. Und ich hebe ihn jetzt auch wirklich in den Begrenzer. Ob wir jetzt 6,8 drehen oder 7000, macht den Kohl jetzt auch hier nicht fit. Ja, das Ergebnis würde ich sagen, kann man nehmen. So, jetzt gucken wir uns mal den AFR-Wert, hole ich jetzt mal mit rein, ob sich die beiden verändert haben. Nee, auch hier hat sich nichts verändert, wie ihr seht. 200 PS, diese magische Grenze, die ich immer wieder hier auf dem Prüfstand erzähle, wird echt schwer zu knacken. Aber ist ja noch nicht Ende am Tag, ne? Also, wir können ja jetzt hier mit dem 10er Schlüssel schon mal noch arbeiten. Ich muss gerade überlegen, ob ich das jetzt cool finden soll oder nicht. So richtig weiß ich da noch nichts mit anzufangen. Aber so ist die Wahrheit, ne? Ungeschönt und schön, oder wie das heißt. Schön ist auch anders. Ja, wir haben aber auch Zündung nicht verdreht. Wir haben ein bisschen mehr Drehmoment und wir haben ein bisschen mehr Leistung. Aber alles unwesentlich. Und was ich halt krass finde, es hat sich lambda-technisch nichts verändert. Also da, ich habe bei vielen Kommentaren von euch gelesen, dass welche geschrieben haben, du wirst jetzt auf jeden Fall deutlich mehr Kraftstoff in den Motor bringen müssen. Kann ich nicht sehen. Es kann sein, dass der jetzt, wenn wir ihn fetter machen, mehr Leistung kommt. Wobei, um es mal richtig eindeutig zu zeigen, hier sieht man so einen ganz kleinen Drehmomenteinbruch hier oben. Vor der 206 Newtonmeter hier. Und guck mal, was da mit dem AFR-Wert passiert. Hier geht er hoch, hier haben wir 0,85, dann wird der fetter 0,83 und dann sinkt der Lambda-Wert. Und hier gehen wir auf 0,88. Da steigt unser Drehmoment und unsere Leistung. Ihr seht jetzt hier, wie gesagt, so einen kleinen Einbruch. Und das heißt, da ist schon zu viel Kraftstoff. Wir müssten quasi noch mehr abmagern. Aber da wir uns ja eh nur in dem Bereich aufhalten wollen, ist das perfekt. Was man natürlich jetzt sagen kann, wir sind bei fast höchster Leistung auch am Drehzahlbegrenzer, bei 7000 oder 7050 ungefähr. Jetzt sagen viele, Mensch, du musst dir viel höher drehen. Aber ich sehe anhand der Rampe, dass da nicht mehr wer weiß, wie viel Leistung kommt. Wenn wir jetzt weiter drehen, kommen hier vielleicht noch 2-3 PS und irgendwann geht das wieder bergab. Hundertprozentig sogar. Ja, was können wir jetzt machen? Unser Verteiler haben wir ja in sehr früh stehen, also zumindest laut dem Langloch hier. Steht unser Verteiler sehr früh. Was wir mal machen können, Jan, wir drehen den Verteiler jetzt mal in spät. Ich starte mal den Motor im Leerlauf. Daran können wir jetzt zum Beispiel auch merken, ob wir jetzt zu früh sind. Obwohl. Er läuft so schön. Ich würde erstmal ein bisschen Zündung rausnehmen in dem Fall. Ja, das ist später. Mach mal so fest, das ist schon ordentlich. Wobei ist ein bisschen viel, mal ein bisschen weniger. Ja, so ist gut. Wir haben jetzt auf jeden Fall Zündwinkel rausgenommen.
Und jetzt bin ich mal gespannt, was der jetzt macht. Also vom Gefühl her könnte es sein, dass er natürlich jetzt mehr Leistung macht, weil wir ihn schon zu früh in der Zündung vielleicht hatten. Aber das werden wir jetzt sehen. So. So, New Test. Wir fahren direkt natürlich über den letzten Test mit Warm-Up. Dann sehen wir ja schon mal überhaupt, wo die Reise hingeht. Ob wir jetzt schon weniger Leistung oder viel mehr Leistung haben. Ich ahne böse, dass es gar nichts gebracht hat. Hast du schon was gesehen? Nee. Was schätzte? Ja, da sehe ich doch da. Das ist jetzt, ich habe Zündung ein bisschen rausgenommen. Ach so. Und dann, okay. Dann habe ich untenrum mehr Leistung und obenrum weniger. Das Drehmomentband hat sich verschönert. Aber guck mal, leistungsmäßig. Das ist ja gleich. Hast du gut erkannt. Ja. Ich habe 2 PS mehr. Bei einer Verdichtungserhöhung von so viel. Das ist krass, ne? Guck mal, ich zeig dir jetzt mal. So, das ist der aktuelle Test, den du jetzt gerade eben noch gehört hast. Ja. Und das ist der Test, bevor wir den Motor gemacht haben. Ja. Eigentlich hat er jetzt, ich habe Zündung rausgenommen. Es kann natürlich sein, dass der vorher, warte, ich zeig dir mal den Test davor, mit derselben Zündeinstellung. Das ist dieselbe Zündeinstellung. Jetzt habe ich die Zündung zurückgenommen und ich finde im unteren Drehzahlbereich ein wenig mehr Drehmoment. Ah. Das sieht man jetzt ganz üblich, jetzt noch eine dritte Linie drüber macht. Da ist ja doch deutlich besser. Also wir haben auf jeden Fall Drehmoment gewonnen, aber oben raus tut sich da fast gar nichts. Okay, dann müssen wir mal überlegen. Aber ist krass eigentlich, ne? Hättest du aber auch gedacht, dass da mehr kommt, ne? Ja. Jetzt spiele ich gerade ein bisschen mit dem Zündwinkel. Gleich werde ich nochmal mit der Luft ein bisschen was spielen. Ich werde mal die Ansaugbox abnehmen, ob da noch vielleicht ein bisschen Leistung kommt, wenn wir offen fahren. Ja. Problem ist, es sind ja aktuell keine Trichter drauf. Das heißt, dass dann quasi eine unberuhigte Luftsäule hast. Das ist ja nicht sinnvoll dann sozusagen. Nee. Was denkst du denn, wenn du dir das Diagramm anguckst? Denkst du, da würde noch Leistung oben rausgehen, wenn ich die Drehzahl erhöhen würde? Weil aktuell ist unser Drehzahllimit ja bei 7. Aber da wird ja jetzt kein Schub mehr nach oben rumkommen, weil du siehst ja, dass das Drehmoment schon abfällt. Ne? Hab ich dir gesagt. Das Wichtigste, glaube ich, um jetzt weiter zu spielen, ist Nockenwellenrad verstellbares. Weil das verschiebt sehr stark die Leistung. Ah, ja. Aber dass wir jetzt da nur um die 4 PS haben, ich hätte ein bisschen mehr gedacht. Ich hätte jetzt mindestens 10, 15 gedacht. Aber im wenn wir noch die Nockenwellenräder verstellen, die Steuerzeiten davon, dann verlagern wir das Ganze weiter in höheren Drehzahlen. Ich weiß nicht, welchen Part du zuerst machen möchtest. Zuerst hier deine Einspritzung oder zuerst nur Nockenwellen? Mein Plan wäre es ja, ich habe ja, muss man ja mal direkt so sagen, ich habe ja direkt Plan B schon in dem Video erwähnt. Was ist denn Plan B? Plan B ist andere Nockenwellen. Ich sag dir, das ist gar nicht so schlecht, die Nockenwellen. Findest du? Ja, aber ich habe mit meiner Motorengruppe ein bisschen geschrieben, die haben gesagt, ja, aber die Einstellung der Nockenwellen ist wichtig dabei. Und mit den Vergasern ist es fast nicht möglich, so viel mehr Leistung zu bekommen, weil die Gemischbildung einfach schlechter ist als mit der Einspritzung. Oh, jetzt sehe ich in den Kommentaren jetzt schon stehen, dass... Ist das live? Nein, aber ich weiß ja, dass wir das drin lassen und da habe ich gesehen, dass mit Vergaser das auch früher ging. Ich zum Beispiel habe oft jetzt in den Kommentaren gelesen, was haben denn früher meine Rennmotoren gehabt? Ich habe 8 Ventiler gehabt und habe 260 PS gehabt. Ja, aber keine so Nockenwellen, 276. Wir wollen ja noch, also wenn man da drauf guckt, ist es ja kein Rennmotor. Es ist ja noch ein totaler Straßenmotor. Und ich sage dir jetzt mit 200, fast 210 Newtonmeter, sogar bei 4000 Umdrehungen. Das ist die Frage. Will man auf das ganze Drehzahlband verzichten? 4000, 5000 passiert gar nichts. Und dann hat man mal einen Peak bei 6, 7, 8.000. Oder soll es noch so sein, dass man sagt, wow, schön zu fahren. Also ja, ich würde einfach mal gerne mit dem verstellbaren Nockenwellenrad, das brauchen wir sowieso, gucken, was wir damit Drehmoment und Leistung. Weil du weißt es ja, je später wir es drehen, desto mehr Leistung haben wir, desto weniger Drehmoment haben wir. Damit kann man das nochmal sehr gut darstellen. Was wir jetzt machen können ist, ein verstellbares Nockenwellenrad habe ich sogar da vom 20V, müsste baugleich sein wie 10V oder wie 16V Golf. Und dann messen wir Hub in der T. Bei meinem Audi habe ich das gemacht. Und das hat mit dem Zollstock?
Nee, schon wieder Messuhr. Die habe ich sogar da. Was ich aber nicht da hätte, wäre für die Nockenwellen hinten das verstellbare Kettenrad. Das wir ist die ja erstmal feste. Das ist ja durch die Kette, es kann sich da nicht so viel verstellen. Hast du eine neue Kette genommen hinten? Alles neu. Ah, doch, war aber alles gut. Neu. Okay, war gut. Aber alles weil neu. Wenn die länger wird, dann verändert sich das. Jetzt haben wir also mit dem Kettenrad da hinten, was nicht verstellbar ist, hat man die fixe Einstellung von Schreck. Aber ob wir jetzt früher oder später sind mit dem Ganzen, das können wir nur mit hier vorne einstellen. Und das finde ich voll interessant, das mal zu machen. Wir messen jetzt Hub in OT, dann verstellen wir mal einen halben Millimeter früher, einen halben Millimeter später und gucken, was da für ein Unterschied ist. Okay, ich würde sagen, ich probiere jetzt noch mal ein bisschen mit Zündung. Ja. Sprit werde ich nicht anpassen, werde aber gleich einmal den Ansaugschnorchel abmachen, um zu gucken, was da dann noch geht. Wobei viele haben gesagt, der Weg ist zu kurz für die Gemischbildung. Ja, das habe ich auch gehört. Das Problem das heißt, ist, beim 16V mach hast du... Kurzen Rücken runter, mach eine lange. Nur, jetzt hast du hier ein Problem mit Platz. Ne, ganz klar. Und hier hat ja schon der Vorbesitzer was gebaut. Viele haben gefragt, wofür dieses Tränenblech hier ist, dass er nicht direkt die warme Luft, die der Kühler durchpustet, in den Ansaugtrakt geht. Deswegen wurde das schon nach unten weggeleitet. Also hier wurde schon ein bisschen mitgedacht, sage ich mal. Aber hier sind ja ungefähr... Wo sind die... Hier sind die Düsen ungefähr, ne? Hier. Ja. Da hier. Die Düsen sitzen hier. In der Höhe. Das heißt, das hast du nur von da bis dahin Zeit, damit sie diese relativ groben Tropfen, beim Vergaser ist das ein bisschen gröber als bei einer Einspritzung, ja, verdampft. Weil ein flüssiges Benzin kann nicht verbrennen, es muss gasförmig sein. Ich will es aber natürlich erstmal gerne mit diesen Vergasern ausprobieren, was das Maximum ist. Also du sagst erstmal gleich, ich soll jetzt so ein bisschen fummeln, gucken, wo hier unser Endpunkt ist. Und dann packen wir das Rad da dran. Müssen aber vorher einmal Hub in OT messen, dass wir wissen, wie viel wir jetzt an Grundeinstellung hatten. Und dann sehr gerne, würde ich gerne mitmachen, machen wir mal früher, machen wir mal später und gucken, wie sich die Kurve dadurch verändert. Das vielleicht wollen ja die Schreckeinstellungen ja so ein schönes Drehzahlband erzeugen, was das ja gerade... Das wird eine Street-Nockenwelle sein. Ja. Bin ich mir ganz sicher, dass das für die Straße gedacht ist. Und jeder von euch wird jetzt sagen, habe ich auch in den Kommentaren auch schon gelesen, 180 PS in einem 1er Golf. Ja. Das ist der Knaller. Ja. Und hier haben wir über 210 oder fast 210 Newtonmeter in einem sehr guten Drehzahlband. Von 4200 bis fast 7000 Umdrehungen haben wir immer Minimum 190 Newtonmeter. Mhm. Das ist schon krass. Ja. Das wird auch schön auf der Straße fahren und ist mit Sicherheit voll ausreichend. Aber wir wollen mal schauen, was mit den Nockenwellen jetzt noch geht. Genau. Und wenn alle Stricke reißen, wisst ihr, machen wir noch einen zweiten Kopf. Da hast du ja auch schon gesagt, hättest du Bock drauf, ne? Ja. Mechanischer Ventiltrieb. Da müssen wir die Zündung umbauen, dass wir auch mal 8,5 drehen können. Gut. Björn, danke. Sag Bescheid, wenn du das... Ich fahre den jetzt. Bevor wir es drauf machen, soll ich dir mal Bescheid sagen, ne? Wegen Einmessen. Gerne, ja. Perfekt, dann würde ich sagen... Fahren. Ich probiere jetzt noch ein bisschen, dann rufe ich dich nachher. Also es geht relativ schnell, dass wir das Rad da einmal abmachen und die Ventilleckel abmachen, bereiten das so vor und du hast dann vielleicht Zeit, um zu gucken. Ja. Ich rufe dann einfach. Wir werden die Zündung jetzt ein kleines bisschen früher wieder drehen, um den perfekten Wert zu finden. Dann machen wir gleich Luftfilter einmal ab, um zu gucken, ob dann nochmal Leistung kommt. Aber ich glaube, jetzt haben wir es schwarz auf weiß gesehen. Ich habe vorne den Luftfiltereinsatz rausgenommen. Mal schauen, ob er jetzt magerer wird gleich. Damit könnten wir vielleicht auch nochmal 2-3 PS finden. Aber unser Ziel ist es jetzt erstmal zu hören, vielleicht kommt jetzt wirklich mehr über die Luftmasse, dass wir jetzt mehr Luftmasse reinbringen. Versuche es wert, anders kann ich es jetzt nicht testen. Das heißt, ich springe jetzt ins Auto, mache die zweite Kamera wieder an und dann testen wir mal. Aber ich glaube, hier kommt nichts mehr. Außer Sound wird jetzt hier nichts kommen. Ah, ich glaube, wir müssen das auch offen fahren. Fahren eh nicht mehr viel. Offene Trichter müssen her. So, vierte Gang rein, voll Pull. Ja, es verändert sich was, sieht man. Da sehe ich jetzt zum Beispiel eindeutig, das sehe ich jetzt schon an der Radleistung, er geht einmal auf fast Lambda 1 hoch und da bricht er auch zusammen. Jetzt müssten wir bisschen größere Luft, also die Luftkorrektur ein bisschen kleiner wählen, dass wir mehr Kraftstoff bekommen. Das können wir jetzt so fein abstimmen machen, aber wir müssen uns ja nachher für irgendwas entscheiden, für was wir das abstimmen. Jetzt können wir gleich mal den Lambda-Wert schön vergleichen. Da wird man jetzt schön den Unterschied sehen, wie sich der Lambda-Wert nämlich verändert hat. So, jetzt haben wir
Oh, fast 185 PS, aber ihr seht, die Kurven unterscheiden sich das minimal. Also hier haben wir jetzt 3 Newtonmeter mehr. Und wenn ich jetzt die Lambda-Kurve reinhole, da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir magerer sind. Seht ihr? Und da sieht man's. Aber ich sehe gerade, da wo er magerer wird, kriegt er mehr Leistung. Hier bricht er so ein bisschen ein. Ja, aber hier vorne zum Beispiel, am schönsten sieht man's hier vorne. Hier läuft da einmal Lambda 1, 2 jetzt. Und da hat er gar keinen Bock. Da bricht er dann komplett zusammen hier in dem Bereich. Was natürlich ein völlig unrelevanter Bereich gerade ist. Wenn wir da jetzt ein bisschen Sprit beigeben, könnte da 2-3 PS vielleicht. Aber da kommt nicht mehr viel. Ich würde sagen, wir brechen jetzt hier die Zelte ab, fahren wieder rüber und holen den Björn dabei und bauen das Sonnenwellenrad um, ne? Hat übrigens 2 PS gebracht, wenn wir es aufmachen. Aber ich glaube, es lag daran, dass der halt ein magereres Gemisch unten rausfährt und deswegen haben wir 3 Newtonmeter mehr und 2 PS mehr. Also das ist alles, was wir jetzt gemacht haben, ist im Rahmen von 2-3 PS. So, was wir jetzt machen, der Björn hat schon seine Messuhr mitgebracht. Ich weiß gar nicht, wo unsere ist. Dieses Schricknockwellenrad hatte ich noch. Das ist eigentlich für ein 20V. Ich glaube aber 16V ist gleich und hier hätten wir sogar das Kettenrad. Na, aber das wechseln wir in dem Falle nicht. Das könnten wir, wenn wir stärkere Nockenwellen wählen, dann könnten wir das auch einbauen. Diese Nockenwellen, die wir haben, hat Einlass 2,36 mm, Auslass 2,48 mm. Dieses 4,8 kann man auch runden auf 5 und auf 4. Ist ja wirklich sonst sehr fein. Man sieht sehr symmetrisch. Jetzt kannst du aussuchen, willst du Leistung oder willst du Drehmoment? Da fragt sich eigentlich wenn man dreht, aber das können wir uns ja gleich eigentlich... Drehmoment haben wir, aber wir wollen ja Leistung haben. Ne? Ah, okay. Deswegen stellen wir jetzt die Nockenwelle später. Später bedeutet, wir haben weniger Hub in OT beim Einlass, weil die öffnet später, lässt aber länger offen, sodass die Luft mehr Zeit hat, reinzuströmen. Problem ist nur, wir können unsere Drehzahl nicht erhöhen aktuell. Ne? Also bei 7000 ist eigentlich Drehzahlende. Ja, aber wir sehen, ob wir einen Unterschied haben. Wir machen mal einen halben Millimeter Differenz. Ich will jetzt nicht anfangen mit einem Millimeter, das ist, glaube ich, viel zu viel. Nee, das können wir ja auch im Prüfstand gleich ausprobieren. Die Zahnabdeckung lassen wir ja eh ab, würde ich sagen. Und jetzt machen wir das noch nicht ab, sondern erstmal ihn hier ab. Weil wir messen jetzt einfach mal, wie diese Nockenwellen, was die jetzt für eine Einstellung haben. Ich würde sagen, ich hole mal den Sven dafür runter, dass wir das nicht mit der Kamera hier machen, sondern dass wir das wirklich vielleicht mit einer schönen Kamera machen. Also, ich klopfe mal eben. Kennt ihr unser Mausezeichen? Passt mal auf, das funktioniert in der Regel eigentlich immer ganz gut. Hast du auch ein eigenes Mausezeichen, wenn du oben auf Toilette sitzt und Klopapier ist alle? Sven, du kennst das Zeichen, ne? Kommst du mit großer Kamera? Da ist die nächste Kamera. Sven hinter der Kamera. Den Björn haben wir gerade schon erzählt. Björn, zum Thema Einfahren habe ich eine Frage, weil ich weiß, dass es stehen jetzt schon Kommentare drunter, weil das Video ja schon eine Weile gelaufen ist. Wie lange muss ich den einfahren? Hätte ich was einfahren müssen jetzt von dir als Motorenpapst, sag ich mal. Was sagst du mir dazu? Man sollte sowas doch schon einfahren, weil es würde sogar ein bisschen Leistung bringen. In dem Fall läuft sich ja nur noch die Kolben ein. Wir haben nachgeholt. Wir haben dann das Finish-Hohen gemacht. Das ist fast 1000 Kilometer einfahren, sozusagen mit meiner feinen Bürste. Aber trotzdem müssen sich die Ringe an die Zylinderwand anpassen. Richtig profimäßig würde man hier ein Manometer dran packen und die Blow-By-Gase messen. Weil, wenn die Kolbenringe noch nicht perfekt abdichten, dann geht was vorbei und dann kann man das messen. Okay. Also so richtig im Motorsport, wo man angewiesen ist. Dann fährt man so lange den Motor ein, bis die Blow-By-Gase passen. Bei so welchen Sachen macht man es ein bisschen anders. Man macht eigentlich, wie sich der Ölverbrauch so ein bisschen verhält. Weil manchmal, wenn man einen nagelneuen Motor hat, nagelneue Zylinder, dann ist der Ölverbrauch ein bisschen höher, weil sich ja auch die Kolben erstmal so ein bisschen drauf einlaufen müssen. Gerade der zweite Ring, der Minutenring. Ne, der ja so ein bisschen schräg ist, der sich anpassen muss. Du hast nicht 1000 Kilometer, bist du nicht eingefahren? Circa 40 Kilometer. 40 Kilometer, ja, wie soll man es sagen, ne? Also ich sage ja zu den Kunden auch immer, 1000 Kilometer einfahren. Meine Einfahrt war eigentlich immer in der Einfahrt, hoch und runter, 2-3 Mal fahren, war ich fertig damit. Aber denkst du, das schadet den Motor? Nein, es schadet den Motor nicht. Du würdest eventuell durch langes Einfahren. Was für ein Öl hast du drin?
10W60. Okay, das ist es einfach nicht eben perfekt, weil das schmiert so gut, dass eben die Kolben sich nicht mehr einlaufen können. Ne? Das gleitet darüber. Und wenn du irgendwelche Probleme hast mit Blow-By-Gase, dann kann man nochmal wechseln auf so ein mineralisches Öl, sodass das einläuft. Aber für unseren Zweck jetzt gerade, würde ich sagen, ist das voll in Ordnung so. Weißt du, was ich mich frage? Du baust ja auch mal Rennmotoren für Viertelmeile. Ja. Die Leute fahren ja keine 1000 Kilometer auf der Straße mit einem Viertelmeile-Renner. Wie machen die das? Die fahren schon ein. Denkst du wirklich, die kriegen von mir so einen ganzen Zettel mit einfach. Ja, okay, aber ob sie sich dran halten, ist eine andere Frage. Die meisten halten sich dran. Ich frage mich, wie soll ich mit einem Rennmo-Auto was prüfen? Prüfstand. Kevin zum Beispiel geht auf den Prüfstand und fährt einfach eine Stunde auf den Prüfstand. Bei wechselnden Lärm. Okay, vielleicht waren es bei mir, habe ich ja auch gemacht. Ja. Ich habe in dem Video, wie ihr das habt ihr ja gesehen, 25 Minuten bin ich gefahren. Kann natürlich auch mehr als 40 Kilometer sein. Aber eine Stunde bin ich nicht gefahren. Also wenn man alles neu macht, würde ich den Ölwechsel empfehlen. Nach den 5 bis 10 Minuten laufen lassen im Stand, bis es warm ist, den Ölwechsel. Weil dann kriegt man den ganzen ersten Dreck schon mal raus. Aber wenn ich jetzt da reingucke, da ist ja null Schmutz drin. Der Motor war ja... Wir haben ja quasi nur Kolben und Pleuel gewechselt. Ich persönlich würde es trotzdem machen. Ich persönlich würde es mit mineralischem Öl anfangen. 20W50, Classic Öl. Kennst du doch bestimmt. Ja klar, haben wir selber. Weil das schmiert nicht so gut, so können sich die Teile besser darauf einlaufen. Und wir haben durchgeholt, wir haben also ein bisschen Schmutzpartikel drin. Mhm. Da können wir machen, was wir wollen. Der Ölfilter filtert auch erst, wenn er richtig warm ist, weil der davor geht meistens an dem Bypassventil alles vorbei. Okay. Also wenn du das nächste Mal machst, mach billigstes Öl. Ja. 15W40 Baumarktöl kann man nehmen. 5 bis 10 Minuten laufen lassen. Öl raus. Ich habe dafür immer so eine IKEA-Box genommen, eine durchsichtige, weil dann kann man sehen, ob man irgendeinen Glitzereffekt da drin hat. Wir hatten das meistens dann nochmal wieder durch einen Filter gekippt für den nächsten Motor und dann mit anderen, mit dem 20W50 Öl einfahren. Zwischen 40 Kilometer und 1000 Kilometer. Was sagst du denn jetzt generell zu der Leistung? Ja, Man ist schon ein bisschen enttäuscht. Er ist ein bisschen enttäuscht. Drehmomentzuwachs ist ja definitiv da. Fast 10 Newtonmeter. Das ist schon mal, ich muss mal ein bisschen drüber nachdenken, was da eventuell anders gelaufen ist. Die Kette blieb ja alles erstmal alt. Ne? Aber die ist Taco, die ja, ist ja nicht natürlich. Das ist, ja, das stimmt. Ein bisschen mehr wäre besser gewesen. Mal gucken, was jetzt das Verstellen bringt. Das ist ja das, was ich sage. Wir zeigen halt, wie es ist. Und Sauger-Tuning ist halt wirklich, wenn du die letzten PS suchst, dieser Motor hat serienmäßig 136 PS, hat dieser 2-Liter-Motor in der Serie. Da sind ja 180 PS schon deutlich über der Serie, definitiv. Was natürlich schon wirklich gut ist. Aber mein Traum wäre es ja gewesen, jetzt aus diesem Setup, was wir hier haben, mit den 276er Nockenwellen 200 PS zu kitzeln. Aber ich sehe, dass das gar nicht so einfach ist. So, was der Björn jetzt macht, das kann ich ja kurz erklären. Du steckst jetzt die Messuhr rein und suchst dir den oberen Totpunkt des ersten oder in dem Falle vierten Zylinder, weil die stehen ja, wie ihr wisst, auf gleicher Höhe. Und dann schauen wir, welchen Nockenwellenhub die Nockenwellen bei Serienzahnriementrieb hat. Kriegen wir den ein bisschen höher? Stopp! Verdammt, jetzt kriegen wir es gar nicht mehr hier. Dreh doch die Kerze einfach nicht ganz rein, also das Gewinde. Ja, das könnte man machen, dann ist es zwar nicht fest, toll. Oder willst du am Motor? Kriegst gar nicht hin hier gerade. Du wieder mit der Kamera. Ey, guck mal, wie weit ich weg bin. Wir haben Mecker bekommen im letzten Video. Wieso? Fühltest du dich belästigt von der Kamera? Ja, ganz persönlich vom Sven belästigt. Wieso musst du so nah kommen? Ich hab dir aber das doch es gezeigt. War nicht so. Also nein. Ich habe ja das Video angeguckt. Ich fand es lustig und es sieht im Video auch gar nicht so nah aus, wie sich das hier anfühlt. Genau das ist ja der Punkt. Ja, es fühlt mich so wie beim Zahnarzt machen, Mund auf und der ist schon halb drin dort. So fühlt man sich hier. Also, das ist mal mit der Nockenwelle, ist mal hier spannend. Wenn man jetzt weiter dreht, welche Nockenwelle öffnet mehr und welche schließt gleich komplett? Warte, ich muss gucken. Die Einlasswelle will jetzt als nächstes öffnen und die Auslasswelle ist jetzt kurz vorm, also das Auslassventil geht jetzt gerade zu. Genau. Nockenwellen einmessen habe ich früher nie gemacht und ich habe nachher erstmal gemerkt, wie wichtig Nockenwellen einmessen ist und was das beim Turbo nochmal an Leistung bringt. Habe ich früher nie geglaubt und habe selber auf Prüfstand gemerkt. Wie gesagt, bei mir waren es bei gleichem Ladedruck 60 PS. Ja, das beim Sauger wird es natürlich nicht so viel sein. Wir stellen auf 0, wir drehen den Motor weiter und dann haben wir den Wert. Hab schon. 1, 2,
2,3. 2,48 ist die Angabe von Schreck und wir haben gerade 2,35. Also wir haben ein Zehntel Differenz. Nicht so viel Unterschied. Ne? Und dein Ziel ist es, die Auslassnockenwelle, also wir drehen das Ganze so, dass die Einlassnockenwelle früher öffnet. Später. Früher gibt Drehmoment, später gibt Leistung, weil die Gase, die ja da rein wollen, auch wenn der Kolben schon hochgeht, die haben noch so viel Schwung, dass die noch weiter reinströmen, obwohl der Kolben schon nach oben geht. Also muss die Welle, die Einlasswelle länger offen sein, damit die noch rein können. Wenn du zu spät machst, dann rennen sie rein und dann ist voll und dann kommt der Kolben und drückt sie wieder raus, bevor die Welle zu ist. Das ist genau den richtigen Moment anpassen. Deswegen gibt es die Nockenwellenverstellungen beim Einlass. Kennst du ja diese. Mhm. Der erste Schritt war ja die Nockenwellenverstellung von Klack, Klack. Dann hat man eben in der Frühstellung, wenn man ganz viel Hub in OT hatte, eben viel Drehmoment, weil die nicht das Hub in OT ist so das Wichtige dabei, sondern wann die Nockenwelle zumacht. Und dann macht die fast im OT zu. Im unteren Druck. OT, natürlich. So, jetzt dreh ich einmal drum. Noch eine Umdrehung. So, ich bin bei OT, drehe es auf 0 und jetzt muss ich rückwärts drehen, natürlich. Weil wir wollen jetzt wissen, wie viel die Welle jetzt schon offen ist. Deswegen rückwärts drehen, damit sie wieder schließt komplett. 1. 1,75. Ist aber große Differenz von den Angaben. Ne? Jetzt werden sich viele fragen, ja, woran wisst ihr denn, wie die Steuerzeiten richtig sind oder wonach hat der Julian sich denn gerichtet? Weil guck mal hier hinten ist ein Schlitz drauf, den hatten wir sogar beim Zusammenbau gezeigt, kann ich mich daran erinnern. Mhm. Ja. Der stand genau in Waage. Das ist die Vorgabe, wie Schrick sie markiert hat. Was man jetzt auch sagen muss, du drehst ja quasi den Motor gegen die Drehrichtung, somit ist der Zahnriemen ja auch ein kleiner Versatz drin. Ne? Nein, ich habe jetzt extra in Drehrichtung auf OT gedreht, nulle die Uhr und das, was ich jetzt zurückdrehe, ist ja egal, weil wenn das Ventil zu ist, ist es zu. Es geht nicht weiter zu. Ja, stimmt, hast du recht. Deswegen jetzt einmal da gucken. Ich gucke, um wie viel er sich, weil ich das nicht hier machen kann. Eins. Ende, ne? Ende, ja. Wie viel? 1, jetzt sind wir gerade bei 1,75. Ja, gut. Das ist viel zu wenig, ne? Eigentlich darf zu wenig, aber das ist eigentlich schon die Leistungseinstellung. Diese Einstellung wollte ich eigentlich gehen, um mehr Leistung zu haben. Ich höre schon, wenn der Björn sagt, das wollte er also einstellen. Ein einstellbares Nockenwellenrad können wir ja trotzdem jetzt verbauen, um am Prüfstand einfach mal ein paar Millimeter vor und zurück zu arbeiten und gucken, wie sich die Kurve verändert. Ich würde sagen, pack das verstellbare Nockenwellenrad dran. Wir machen einfach mal einen Test und gucken, was das bringt. Du kannst damit spielen und falls das kein gewünschtes Ergebnis gibt, baust du die Nockenwelle noch aus und morgen pressen wir das Rad dort um. Ich glaube, das wir machen. Die Zeit hast du noch? Ja. Perfekt, dann komm, machen wir Rad runter und das Rad drauf. Nockenwellenrad ist drauf. Ich habe schon wieder auf OT gedreht und jetzt 2,35 haben wir Auslass. Hatten wir eben auch ungefähr, also passt das relativ gut. Gut, dann könnten wir jetzt mal überlegen, welche Richtung wir wollen. Sollen wir uns das jetzt erstmal markieren, wie die Nockenwelle steht? Also wie die, jetzt müssten wir hier irgendwo uns eine Markierung setzen, dass wir sehen, wie weit wir quasi gleich entweder früher oder später drehen. Wir bräuchten ein Edding. Jetzt bin ich gespannt, ob dein Plan aufgeht. Hast du was gefunden? Was soll ich denn jetzt hier machen? Nochmal Striche. Nagellack? Hast du Nagellack? Warum hast du Nagellack in deiner Werkzeugkiste? Weil ich das Werkzeug damit markiert habe. Wie manchmal weiß ich nicht, ob ich das glauben soll. Ich kenne Lackstift, aber nicht Nagellack. Welche Farbe denn? Rot? Also ich habe die Edding in Lack. Ja, den hast du wahrscheinlich schon einmal. Relativ praktisch. Ah. Machen wir noch. Oh. Ja. Das war mal. Ich wollte schütteln. Wo ist denn der Stift jetzt? Ja, wunderbar. Was für ein Chaos. Oh Junge. Würdest du das an meinem Fußnagel aufmachen? Oh. Komm nicht so nah. Ich bin nicht nah. Doch, du bist schon wieder sehr nah. Björn.
Ja. Also, ich krieg wieder Ärger nur. In welche Richtung jetzt willst du jetzt drehen? Möchtest du früh oder spät? Du willst jetzt erstmal Leistung haben, ne? Gerne. Gut, dann müssen wir spät machen. Was heißt aber jetzt? Jetzt haben wir die Nockenwelle, ist jetzt lose, die bleibt stehen. Wie muss ich jetzt die Kurbelwelle drehen? Vorwärts oder rückwärts, um diese hier auf spät zu bekommen? Vorwärts. Richtig. Was machen wir? Eine Strichbreite? Ja, würde ich sagen. Welche denn von den Strichen? Den silbernen finde ich geil. Stopp. Das ist ein halber Zahn, kann man sagen. Ja, das ist schon fast ein Zahn, ne? Ja. Welche, die Einlass oder die Auslass? Messen wir. Die Auslass, weil die Einlassnockenwelle verstellt sich ja gleich viel mit. Eins, zwei, drei. Oh, 3,6. 3,6. Geil, ne? Von 2,5 auf 3,6. Sollen wir die Einlass auch nochmal messen? Ja, würde ich gerne jetzt, mal ja. Rückwärts. 0,9. Okay. Krass, dass das so wenig dort ist. Und hier war es so viel. Und jetzt fürs Verständnis, dass ich das schon mal im Prüfstand sage. Jetzt haben wir ja unsere Einstellung. Hier sehen wir einen Zahn daneben. Und jetzt gleich können wir auf dem Prüfstand entweder auf die exakte Markierung gehen, dann hätten wir es wie Serie, oder wir drehen es mal in früh, ja, um zu vergleichen, wie verändern sich unsere Leistungskurven. So, bevor wir jetzt die Kerzen so reinnehmen, wollte ich die auch mal zeigen. Guckt euch mal das geile Gemisch an. Also das ist wirklich ein Top-Gemisch. Die sind nicht verrußt, die sehen schön goldbraun verbrannt aus. Also das sage ich euch, ganz, ganz tolle Einstellung. Also vom Gemisch her sind wir echt gut dabei. Und wir wissen ja, im Teillast sind wir ein bisschen mager. So, jetzt zusammenbauen, abbauen, Prüfstand. Wir lassen die Zündeinstellung jetzt erstmal so spät stehen. Ich habe jetzt extra bewusst den Test genommen mit Luftfiltersammelkasten. Wir haben den Luftfiltersammelkasten jetzt wieder drauf gemacht. So, jetzt mal gucken, wie sich das Ganze verhält. Lambda ist noch nicht drin. Gucken wir, dass wir die Temperaturen wieder anpassen. Wir haben Wasser, haben wir ein bisschen über 80 Grad. Öl haben wir jetzt auf 70 Grad. Wir fahren das jetzt noch ein bisschen auf Temperatur. Dann können wir gleich wieder Vollrolle hier reintrampeln. Was sagt ihr denn, Bauchgefühl? Mit der Zündung jetzt, so wie sie jetzt steht, keine Verbesserung, eher eine deutliche Verschlechterung. Okay. Wenn wir gleich den Zündwinkel wieder nach vorne holen, könnte ich mir vorstellen, dass das was gebracht hat. Ich merke auf jeden Fall, dass der Motor jetzt bei der Drehzahl sauberer läuft. Lambda haben wir noch nicht drin, müssen wir gleich machen. Da sehe ich jetzt schon, ist deutlich schlechter. Wir machen auch trotzdem mal einen Test. Wir sehen ja jetzt Radleistung. Gar nicht messen, oder? Komm, sollen wir es mal messen? Ja, ja. Komm, wir messen es mal. Boah, wir haben uns richtig Leistung rausgeschraubt. Das ja, kann auch sein. Je nachdem, wie spät jetzt natürlich die Zündung steht, ja. Oh. Ja, 10 PS weg. Und 15 Newtonmeter fast weg. Ja, komm, dann drehen wir wieder früher die Zündung. Noch ein bisschen. Mehr ist nicht. Okay. Ich bin am Anschlag. So, jetzt ist maximalste Zündung, die wir fahren können. Dann wollen wir mal direkt einen drüber jubeln. Schade. Schade, Schokolade. Aber wir haben ja noch die Möglichkeit, den ein bisschen magerer zu drehen, also in die andere Richtung die Nockenwelle zu drehen. So, wir machen jetzt mal eine Messung. Was mir auffällt, dass das Gemisch ganz anders ist. Das können wir gleich mal vergleichen. So, vierte Gang ist drin und Vollgas. Jetzt sieht man eindeutig, dass das ganze Band sich nach hinten geschoben hat. Also das Drehmoment kommt viel später. Aber das Gemisch ist auch deutlich fetter. Aber wir kommen nicht mehr an unsere alte Leistung ran. 180 PS, 199 Newtonmeter. Und wenn wir das jetzt vergleichen mit zum Beispiel Test 26, kommen wir nicht mehr auf das Drehmoment, seht ihr das? Also das ganze Drehmoment fehlt uns untenrum und obenrum haben wir nichts zugewonnen. Also diese Einstellung ist definitiv kontraproduktiv für uns. Aber wenn wir uns jetzt mal den Lambda-Wert angucken, sehen wir, dass wir im ganzen Bereich ein wenig fetter laufen. Das ist natürlich auch kontraproduktiv. Ich müsste jetzt hier wieder gegensteuern, indem ich die Bedüsung magerer mache.
Aber ich sag euch, vom Grundwert her, glaube ich, war die andere Nockenwelleneinstellung besser. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal direkt raus und schauen uns mal die Nockenwelleneinstellung jetzt an. Ich mache jetzt übrigens den fünften Gang rein. Das kann man gleich dann besser hin und her drehen. Das wirst du gleich sehen. Das ist das Geile jetzt am einstellbaren Nockenwellenrad. Und du guckst jetzt mal auf die Markierung, Sven. Mhm. Und ich drehe jetzt mal den Motor. Siehst du das, wie sich verändert? Mhm. Ich mache jetzt mal nicht so viel. So, ich habe jetzt mal ein bisschen weniger wie vorher in die andere Richtung gemacht. Also keinen ganzen Strich. Ja. Und jetzt wollen wir einfach mal gucken, wie verhält sich der Motor jetzt, wenn wir in die Richtung drehen. Und jetzt müssen wir gleich definitiv Zündung wieder ein bisschen rausnehmen. Wolltest du schon vorher direkt Zündung ein bisschen rausnehmen? Ja, nimm ein bisschen, genau. Wir machen jetzt den Zündwinkel ein kleines bisschen zurück. Wichtig ist, diese Schrauben, kontrolliert das 5-mal, 6-mal, ob sie auch wirklich fest sind. Weil sonst habt ihr da Salat nachher. Das geht natürlich jetzt super schnell. Und jetzt wollen wir mal gucken, in welche Richtung sich das jetzt wendet. Das ist halt so geil. Wenn du ohne Prüfstand wärst, du halt einfach aufgeschmissen. Also auf einer Straße ist das ja absolut unmöglich. Und, ne? Klar, wenn du ein gutes Popometer hast, aber das ist nahezu unmöglich. Ich sag dir, sowas geht nur auf dem Prüfstand. Das sieht schon mal nicht schlecht aus, hä? Ja. Jetzt haben wir wieder mehr Drehmoment. Wollen wir mal gucken, was jetzt passiert. Wir fahren jetzt über den Lauf mit den 180 PS, den letzten drüber. Das Maximum, was sie, glaube ich, mal hatten, waren 145 PS an den Rädern. Wollen wir mal gucken, wo wir jetzt hinkommen. Voll Pull. Drehmoment kommt viel früher, alles viel sauberer. Lambda habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Aber so vom Sichtfeld her würde ich sagen, sind das 148 PS am Rad, müssten das sein. Oh, das könnte gut sein. Wenn wir jetzt noch ein bisschen mit der Zündung spielen, kommen wir vielleicht zum guten Ergebnis. Und das sind jetzt Einstellungen im wirklich Millimeterbereich. Du hast ja gesehen, ich habe nicht ganz so viel, aber wir sind jetzt weniger wie vorher. Also von der Originalmarkierung weg. Aber Drehmoment, das sieht gut sein. Ich sag, wir sind wieder deutlich über 200 Newtonmeter. Und bei einer Leistung, werden wir jetzt sehen. Haben wir vielleicht 185 oder 86 PS? Oder 83 sogar nur, 207 Newtonmeter. Jetzt gucken wir uns das mal mit dem Test 25 an. Sind wir da wieder, wo wir vorher waren. Oben raus ein bisschen stärker. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben jetzt den Sammelkasten drauf. Wir könnten jetzt aber noch mal mit der Zündung ein bisschen spielen. Komm, das probieren wir jetzt auch mal. Ein bisschen früher drehen. Ja, Jan, ein ganz klein bisschen mehr Zündung. Okay. Konntest du jetzt an Zündung noch was machen? Ja, aber nicht viel halt. Okay. Das ist voll zurückgenommen, konnte jetzt wieder mehr gehen. Das sind immer nur ein paar Millimeter. Bin mal gespannt, was jetzt da geht. Jan, ob er die Zündung noch mal rausdreht. Jan! Ja? Dreh mal die Zündung jetzt noch mal ein bisschen raus. Das ist jetzt wirklich nur, wir kämpfen hier um 2 PS. Also ich würde schon gerne mal einmal 185 mit geschlossenen Sammelkasten sehen. Hätte schon Bock drauf. Viele werden jetzt sagen, hol dir noch eine verstellbare Zündung. Haben wir gerade nachgeguckt, ich glaube 750 Euro. Dann kannst du die Zündwerte so schön einstellen, auch verlaufmäßig. Sehr schon geil. Ja, per App, genau. Ich glaube, das muss man dann auch noch mal kaufen. Weißt du, was ich meine? 750 Euro, wenn wir gesagt haben, die haben vorhin gesagt, pro PS einen 100er, also 100 Euro. Dann wird schon, da müsste dann 7 PS kommen durch unseren Zündverteiler. Ich weiß nicht, ob das klappt. Jetzt vergleichen wir Nockenwell, also Kolben und Pleuel tauschen miteinander. Das ist unser Tuning, was es jetzt gebracht hat. Bis jetzt. Wir könnten jetzt mit Nockenwelleneinstellung vielleicht noch ein Fürzchen finden. Mhm. Aber keine, also 100, also 100, 200 PS auf gar keinen Fall. Ich würde mir noch gefallen lassen, wir noch 3 PS finden und 3 Newtonmeter. Die würde ich mir gefallen lassen. So, rote Linie hatten wir, eine Wheelpower von 139 PS. 149 PS. Wir haben 10 PS am Rad gewonnen im ganzen Bereich. Das ist schon mal nicht schlecht, ne? Würdest du sagen, man merkt das auf der Straße? Ja. Okay. Auf jeden Fall. Problem ist, das waren teure 11 PS. Ja, das waren wirklich teure 11 PS.
Das muss man auch genau. Also 11 PS am Rad. Und die Motorleistung haben wir jetzt gerade schön gesehen. Ich würde sagen, wir belästigen den Björn auch nicht mehr mit und suchen jetzt keine 2 PS. Halt, stopp! Das machen wir so nicht. Hier wird bis zum Ende gemacht. Die Nockenwellen werden jetzt ausgebaut und wir werden das noch einmal testen, ob das funktioniert. Da kann ich Marco einfach nur, weil er wieder keine Geduld hat und nach 10 Sekunden denkt, dass ich, nö, jetzt mache ich was ganz anderes. Ne, das will ich jetzt zu Ende machen. Und auf Anrat von vielen Motorenbauern aus dem Bekanntenkreis sagten die immer, wenn die Nockenwellen nicht genau zueinander stehen, dieses Hupen und Tee, dann funktionieren die Nockenwellen nicht. Und das will ich jetzt wissen, ob diese Nockenwellen mit der richtigen Einstellung mehr Leistung produzieren oder ob wir doch größere Nockenwellen brauchen. So ist es. Auch mal klar gesprochen. Der Julian baut die Nockenwelle aus. Du wirst mit dem Julian dann das Rad wechseln. Ja, genau. Und ich werde das Ding wieder beim Prüfstand aufbauen. Genau, das ist das Einzige, was wir noch machen. Und du denkst, es kommt noch mehr Leistung. Es ist jetzt schon wirklich gut. Ich weiß nicht, ob du gesehen hast, wir haben ein bisschen in spät gedreht. Dann messe ich jetzt mal, welche Einstellung du hast. Für mich alleine. Dann bauen wir das um. Und dann sehen wir weiter. Die Einlass-Nockenwelle habe ich jetzt draußen. Ich habe das Ganze ein bisschen umgangen mit einem kleinen Trick. Sonst hätte ich nämlich wieder alles ausbauen müssen. Deswegen habe ich jetzt einfach hier diesen Bolzen einfach rausgedreht und somit kann ich nämlich die separat ausklinken. Sonst hätte ich nämlich wieder alles rausnehmen müssen, weil ihr müsst ja bedenken, wenn ich diese Welle hier rausnehme, dann habe ich hier keinen Platz, weil ich muss ja quasi, um aus der Kette rauszukommen, muss ich hier ein Stück nach innen und das hätte ich nicht geschafft, wenn jetzt der Bolzen noch drin gewesen wäre. Deswegen habe ich den jetzt einfach rausgedreht und somit kann ich jetzt da die Einlassnockenwelle separat rausnehmen. So, jetzt schauen wir mal, wo der Pieper ist, damit wir dieses wunderschöne Rad hier umpressen. Das andere habe ich schon dabei. Schauen wir einfach mal, was der so dabei ist. Einfach mal auf deinem Radio schauen. Guten Tag, hallo. Hallo. Bin soweit. Gut, okay. Kann das drüben machen oder bei dir? Das mache ich hier, aber alleine. Okay. Okay. Bis gleich. Bis gleich. Haben wir einfach rausgeworfen. So, es sind jetzt ein paar Tage vergangen. Die Jungs haben jetzt nochmal die Nockenwellen zueinander eingemessen und habt die jetzt auf Björns Spezialmaß eingestellt, richtig? Ja. Würdest du mir einen Gefallen tun, die Zahnriemenverkleidung wieder abnehmen, falls wir nochmal was an der Nockenwelle hin und her drehen jetzt zueinander? Und in der Zwischenzeit kann ich euch sagen, warum jetzt 2 Tage vergangen sind. Der Patrick hat sich den ganzen Tacho-Tuberbubbel angenommen. Und ich sage euch, der Kabelbaum im Auto, eine Riesenkatastrophe. Ja, aber hardcore, also sowas habe ich noch nie gesehen. Und der Patrick hat jetzt einmal einen neuen Kabelbaum gebaut. Also der Tacho, er sagt das, wir sollen es jetzt mal testen, was geht, versucht, dass es gegangen ist, auf Deutsch gesagt. Ja, ich will nicht lang schnacken, ich würde sagen, ich starte den jetzt mal kalt. Der Wahrheit. Ja, Video ist auch sehr, sehr lang jetzt, glaube ich. Ja, der Björn hat es nochmal rausgerissen, aber wir wollen halt auch keine Cliffhanger mehr machen. Aber jetzt werde ich trotzdem wieder an den Schrauben drehen. Wir können ja jetzt mal am Zündwinkel drehen und wir können nochmal an der Nockenwelleneinstellung vielleicht verdrehen. Aber vielleicht sitzt jetzt auch der erste Lauf, wo wir sagen, okay, das toppt nochmal alle Läufe, die wir bis jetzt hatten. Ich glaube es aber nicht. Womit wärst du zufrieden? Wenn wir die 185 wieder erreichen. Okay. Also 185 PS. Also ich nochmal, es kann natürlich sein, dass ich mich jetzt vertue. Ich sage, wir erreichen keine 100, nicht mal 190 PS. Wenn, schon mal Küsse an Björn raus. Aber noch küsse ich den Björn nicht. Denkst du, der Björn hat nochmal 5 PS gefunden? 190. Puh. Erstmal geht wieder ein großes Lob an unseren Patrick raus. Guck mal hier, erstmal sehe ich, ich mache den Tacho und ich sehe, Temperaturanzeige geht, Tankanzeige geht. Mhm. Noch nie hat diese Uhr geleuchtet, diese ganzen Zusatz-LEDs haben wir alle weggemacht, haben wieder auf originalen Tacho umgebaut. So, der Tacho funktioniert. Der eiert zwar ein bisschen, aber das ist erstmal wurscht. Bin ich mal gespannt, was die Temperaturanzeige anzeigt gegenüber der Temperaturanzeige. Mhm. Weil das ist hier Kühlwasser auch. Und Kühlwasser haben wir ja auch hier oben. Die zeigt erstmal, würde ich sagen, jetzt ganz verschiedene Werte an. Nehmen die am gleichen Punkt? Sitzt der Sensor am gleichen Punkt? Nein. Ah, okay. So, wir fahren jetzt auf dem Tacho genau 100 km/h und fahren 86 in echt. Ja.
Buckel. Ja, ein bisschen kleinere Räder, glaube ich, drauf. Das ist alles soweit okay. War besser als gar kein Tacho, ne? Ja. Allein nur den Kabelbaum instand setzen, waren 10 Stunden. Anderthalb Tage hat er da dran gesessen. Ja, ich habe ab und zu mal über die Schulter geguckt. Das sah schon echt wirklich, wirklich krass aus. Jetzt sagen sich natürlich viele, Mensch, hättet ihr das auch mitgefilmt. Aber dann wäre das Video unendlich lang geworden. Manche von euch sagen, ja, geil, lange Videos. Und manche sagen, viel zu lang, ich kann sie nicht mehr gucken, so viel Zeit habe ich nicht mehr. Deswegen, also wir können es da nicht allen recht machen, aber wir geben uns echt Mühe. So, Temperaturanzeige würde ich sagen, funktioniert einwandfrei. Jetzt fragst du dich, an welchem Instrument halte ich mich? Da habe ich Mitte und unten habe ich schon 95 Grad. 80 Grad Öltemperatur sehe ich links. Ich würde sagen, wir machen mal einfach mal eine Messung. Und ich weiß ja nicht, ich war diesmal nicht dabei, wo die Nockenwelle jetzt steht, wo der Zündwinkel steht etc. Ihr wisst ja, wenn wir an der Auslassnockenwelle drehen, verändert sich natürlich dementsprechend auch immer unser Zündwert. Und da haben wir ja doch schon ein bisschen noch was immer gefunden. Aber 10er Schlüssel ist parat. Da hat der Björn wohl echt nochmal Respekt schon mal, jetzt schon, das sieht echt gut aus. Wir kratzen die 150 PS an, Radleistung, und wir waren noch nicht am Zündverteiler. Der Jan bereitet, wie ihr seht, gerade eben vor schon mal Lambda-Wert, den haben wir ja noch nicht mitgenommen. Also haben wir jetzt erstmal eine Eingangsmessung, so wie er jetzt hier ist. Und ich glaube auch, wir lassen das mit den Nockenwellen jetzt mal in Frieden. Das merke ich jetzt schon, dass wir das auf jeden Fall in Frieden lassen, sondern nur wirklich an die Zündung gehen. Das ist ja eigentlich schon ein gutes Ergebnis. Ey, 150 PS am Rad im Golf 1. 185,7. 216 Newtonmeter, stark. Puh, da ist schon fast, wo ich sagen würde, eigentlich dürfte gar keine anderen Nockenwellen einbauen, weil 216 Newtonmeter, das ist stark. Ich würde sagen, wir gehen jetzt noch mal einmal am Zündverteiler und drehen den mal ganz leicht. Jan, einmal 10er Schlüssel, ganz leicht in früh und danach gehen wir ganz leicht in spät. Warte. Ja. 2 mm. Danach gehen wir 2 mm in spät und dann, wenn beides schlechter war, lassen wir es, wie es war. Aber 190 werden wir nicht schaffen. Da muss schon oben rum richtig was kommen. Da müssen wir auf 155 PS oder so kommen. Es könnte sein, dass wir uns Drehmoment ein bisschen rausgenommen haben. Was mir auffällt, die Lambda-Kurve ist schön sauber. Die sieht jetzt schon echt schön sauber aus. Für einen Vergasermotor 09, 088. Könnte sein, dass wir da, wenn wir den Luftfilter zum Beispiel aufmachen, könnte sein, dass da noch mal 1-2 PS kommen. Übrigens, Temperaturanzeigen steht hier in der Mitte. Das sieht gut aus. Unten haben wir laut dem knapp 98 Grad. Und die messen natürlich an verschiedenen Punkten. Aber was ich geil finde, dass der Tankanzeige und so wieder geht. Das ist halt einfach toll, dass alles wieder hier funktioniert jetzt. So, 187 PS oben raus. Ui. Wir haben aber 3 Newtonmeter verloren, weil wir die Zündung da wahrscheinlich genau an Maß zu früh ist. Aber oben raus, seht ihr, ist das ein Furz stärker. Ist ja egal, wir drehen mal ein bisschen später, so wie wir es gesagt haben. Dreh jetzt mal in spät, bitte. Also jetzt drehen wir den Zündwinkel 2 mm in spät, um zu gucken, wie sich da die Kurven verändern. Boah, das ist sehr wenig, ne? Aber ist das gleiche Verhältnis? Ui. Ich sag, das ist deutlich schlechter. Wie viel Zündwinkel, was das ausmacht. Ja, 2 mm. Tja. Und da siehst du, wir sind am optimalen Punkt. Da vorne ist der optimale Punkt. Jetzt muss der Jan gleich bei der Einstellung, würde ich sagen, zwischen den Früh- und normaler Stellung dazwischen den Millimeter finden. Mhm. Ich glaube, dann haben wir es top. Also für den Sound muss das so lassen. Sound ist besser. Klingt besser, ne? Wenn du natürlich später zündest, hast du mehr Auspuffsound. Weil er mehr zum Abgas, also mehr zum Auslassventil hin. Die Zündung später. Drehmoment gespannt. Drehmoment könnte ein kleines. Ne, wird schlechter sein, im ganzen Band. 210 Newtonmeter oben raus schmiert er voll ab. Jan ist da auch sehr akribisch, sehe ich jetzt.
letzte Test hier. Hoffe, dann haben wir es auch gut. Und dann, wenn wir jetzt den perfekten Wert gefunden haben. Oh, wir haben jetzt lassen wir alle drei. Jetzt wird sehr unübersichtlich. Aber ist egal, wir kriegen es hin, denke ich. Er ist besser als die Eingangsmessung, aber ein Ticken schlechter als die Zündung früher. Also auf frühe Zündungen reagiert er auf jeden Fall am besten. Aber wir kämpfen da um 1 PS. Ja. Wir kämpfen da wirklich um 1 PS. Ihr seht ja, was 2 mm ausmachen. Wenn 2 mm in spät fehlen uns über 10 PS, 2 mm in früh kämpfen wir nur noch um ein halbes oder um den PS. Daher siehst du, wie nah die oder wie eng diese Grenze jetzt wird. Jetzt hat er seinen optimalen Zündwert, also seinen wirklichen optimalen Einstellwert. Und das ohne Prüfstand ist meiner Meinung nach unmöglich. Es scheint der optimale Wert zu sein. Aber von der Radleistung her habe ich so genau die Mitte getroffen. Ja, würde ich auch sagen. Ah, 184, 212. Wird natürlich auch thermisch. Ich mache jetzt mal erste Test mit letzte Test. Das sind, sage ich euch, so ein bisschen Messtoleranzen. Wobei der Drehungsstärkste definitiv. Geh mal wieder auf die Originalmarkierung, die du dir gemacht hast. Wir machen jetzt die Originalmarkierung, weil das jetzt wirklich nur um 1 PS kämpfen. Und was ich mal eben mache ist, ich mache mal eben den Ansaugtrakt ab, weil ich glaube, mit einem magereren Gemisch holen wir nochmal 2-3 PS raus. Ich stelle die Kamera aber dafür mal nach vorne. Ich wollte gerade sagen, dann können wir die Außenaufnahme vielleicht auch mal nach vorne stellen. Das hört sich auch besser an. Wollen wir mal 2-3 durchziehen? Ja. Lauf jetzt. Wir haben wirklich den Motor jetzt am besten abgestimmt auf den Zun-Luftfilterkasten. Wir haben jetzt einen perfekten Lauf gehabt. Also das, was steht, sind, was hatten wir, 187 PS, 216 Newtonmeter in dem Peak. Mehr kriegen wir definitiv nicht hin. Das bedeutet jetzt wirklich, unser Ziel 200 PS ist die Wette leider verloren. Haben wir nicht hingekriegt, wir haben alles gegeben, mit allen Tricks gearbeitet. Aber es ist nicht so einfach, wenn man jetzt dieses Wort in den Mund nimmt. Ich glaube, man nimmt jetzt Zahlen beim Saugertuning anders. Mhm. Also man merkt, ach, das ist doch locker 200 PS, ein bisschen Verdichtung gemacht. Tja, so ist es nämlich nicht. Aber ich verspreche euch, wenn ihr mehr Leistung sehen wollt, aber ich weiß, dass das jetzt schon in den Kommentaren steht, sagen die Sachen, die wir da hinten liegen haben, müssen wir definitiv verbauen. Ihr seht, 184 und 215 Newtonmeter ist untenrum ein bisschen kräftiger, aber nichts von dem, sag ich mal, kommt an die Leistung ran, die wir jetzt einmal hatten. Und zwar ist das der zweite Test, wo wir die Zündung sogar ein bisschen früher gedreht haben. Also diese beiden Läufe würde ich jetzt sagen, würde ich nehmen, ne? Ja. Und jetzt vergleichen wir das mal eben noch mal fix mit dem Eingangstest. Test 23 legen wir uns auf die 4, machen wir, das ist egal. Für welchen Test sollen wir uns entscheiden? Komm, wir nehmen den roten. So, das haben wir effektiv daraus geholt. Durch Veränderung unserer Verdichtung und dadurch natürlich eine Erleichterung des Schwungs 14 Newtonmeter gefunden und 7 PS. An ganzer an Radleistung ist ja auch immer interessant, weil das ist ja das, was uns effektiv das Auto schnell macht. Haben wir im mittleren Bereich 12 PS gefunden am Rad und im oberen Bereich fast 10. Das sind harte, aber reelle Fakten, die uns unsere Verdichtungserhöhung gebracht haben. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem mega langen Video. Aber auch bestimmt sehr, sehr interessanten Video. Und wie gesagt, wenn ihr sehen wollt, wenn wir in Plan B, oder ist das schon eigentlich C, übergehen, mit Björn natürlich, der wird voll mit dem Boot sein, dann bedeutet es Kopfbearbeitung, größere Ventile und mit freipowerbarem Steuergerät und. Lasst es mich jetzt wissen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Video. Ciao.